Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema, wenn Therapie zum Fass ohne Boden wird. Ja, bei mir ist es ganz oft so, dass Menschen zu mir kommen, die tatsächlich schon 10, 20, 30 Jahre Therapieerfahrung haben und im Grunde auch genau wissen oder denken zu wissen, warum es ihnen gerade so geht, wie es ihnen geht, weil sie eben ihre Vergangenheit perfekt durchanalysiert haben. Ne? Mir geht es so und so und das hat seinen Grund da in der Vergangenheit. Das hat seinen Grund, weil ich als Kind das und das erlebt habe, weil mein Vater so und so war, weil meine Mutter so und so war. Das ist alles perfekt durchanalysiert. Das Problem ist nur, die Analyse ist nicht die Lösung, die Analyse ist nicht die Heilung. Nur weil ich denke zu wissen, warum etwas in mir etwas ausgelöst hat, heißt es nicht, dass es mir dadurch besser geht, dass ich dadurch wirklich in einen friedlichen, Zustand des Gleichgewichts komme. Und das möchte ich dir gerne einmal erläutern hier in diesem Video, warum dieser Blickwinkel wirklich nicht heilsam ist, um ein wirklich glückliches und erfülltes Leben zu führen. Unsere Aufmerksamkeit ist das mächtigste Instrument, was wir haben. Das ist die Wahl, die wir jede Sekunde treffen können. Worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? Und das, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, das wird also mehr, das wird größer. Wenn ich jetzt meine Aufmerksamkeit auf Probleme oder Thematiken in mir richte, die sich noch nicht heil anfühlen, die sich irgendwie so anfühlen, mit mir stimmt irgendwas nicht, da muss ich noch mal genauer hinschauen, da habe ich noch was nicht erlöst, dann habe ich einen defizitären Blickwinkel und das ist das, wie die meisten Therapien auch funktionieren. Die meisten Therapien haben eben den Blickwinkel. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf das, was reparaturwürdig ist, da wo die Lücke ist, da wo es nicht ganz rund läuft. Und dem gebe ich meine ganze Aufmerksamkeit und dadurch wächst natürlich die ganze Thematik auch. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du so von Therapie zu Therapie gehst und eigentlich immer wieder an dieselben Punkte kommst und die alten Wunden immer noch mal wieder durchfühlst und noch mal durchfühlst und noch mal durchfühlst, aber dieses Durchfühlen einfach nicht dazu führt, dass du Frieden hast. Ja, Frieden ist der Zustand von, ich habe nichts in mir, was ich bekämpfen muss. Kein Gefühl, kein Gedanke, keine Angst, gar nichts. Das ist der Zustand von Frieden. Viele Therapien wählen aber diesen Blickwinkel, diesen defizitären Blickwinkel, da gibt es etwas zu reparieren und da richten wir unsere Aufmerksamkeit drauf. Wenn wir dann noch hergehen und den Grund für diese Thematik, die wir haben, in der Vergangenheit suchen, werden wir diesen Grund auch in der Vergangenheit finden. Denn wer sucht, der findet. Das ist einfach auch ein Gesetz. Wir finden immer das, was wir suchen. Wir finden in allem das, was wir suchen. Wir können auch in einem ganz liebevollen Menschen etwas Gemeines finden, wenn wir danach suchen. Dann erschaffen wir die andere Person neu aus unserer inneren Suche heraus. Und so verhält es sich auch mit der Vergangenheit. Wenn ich ein bestimmtes Thema habe, das mir im Moment Schmerzen macht, was mich verunsichert, wo ich verwirrt bin, womit ich Probleme habe, und dann meinen Blick in die Vergangenheit richte und dort nach den Ursachen suche, dann finde ich auch eine Ursache und ich gebe die Macht für meinen Zustand ab an bestimmte Personen, vielleicht die Eltern oder andere Familienmitglieder, die Lehrer etc. oder an bestimmte Situationen, die mir passiert sind. Das heißt, ich gebe die Macht ab ans Außen. Und das ist wirklich die maximale Entmachtung. Ja, da kann ich mir gleich die Kugel geben, wenn ich das mache, weil darüber habe ich überhaupt keine Macht. Ich habe keine Macht über das Außen. Ich habe keine Macht über die Personen und ich habe keine Macht über die Situationen. Und schon gar nicht habe ich die Macht über etwas, was in der Vergangenheit passiert ist und jetzt schon lange nicht mehr aktuell ist. Das heißt, wenn ich diesen Blickwinkel wähle, dann wähle ich im Grunde Entmachtung. Dann wähle ich weiterhin meine Probleme und meine Thematiken zu nähren und dadurch immer größer zu machen. Und das ist ein unheilvoller Blickwinkel und aus dieser Perspektive heraus passiert es eben immer wieder, dass Menschen von Therapie zu Therapie zu Therapie gehen, immer mit dem Gefühl, mit mir stimmt irgendwas nicht, irgendwas läuft nicht rund, irgendwas muss ich in mir reparieren. Die Lösung dafür ist, den Blick aus der Vergangenheit wirklich nach innen zu nehmen,
und eine ganz andere Perspektive einzunehmen, nämlich eine ganzheitliche Perspektive. Die Analyse der Vergangenheit ist immer nur eine einzige Möglichkeit von 100 Millionen Möglichkeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten, eine bestimmte Situation zu analysieren und dann zu interpretieren. Und in den meisten Therapien findet eine bestimmte Wahl statt, eben nur eine einzige Möglichkeit. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Es gibt Menschen, die kommen zu mir und sagen, ich habe voll das Thema mit Geld, weil meine Eltern hatten auch nie Geld. Ne, klingt plausibel. Meine Eltern hatten auch nie Geld, also habe ich jetzt auch ein Thema mit Geld. Es kommen aber andere in die Praxis, die sagen, ich habe voll das Thema mit Geld, weil meine Eltern waren immer sehr reich. Ja, beides ist wahr. Beides ist wahr. Es ist die Einstellung, die wir wählen, die es zu einem Thema macht. An diesem Beispiel könnt ihr sehen, dass die Ursache nicht in der äußeren Situation ist, sondern in der inneren Wahl, die ich diesbezüglich treffe. Ein weiteres Thema könnte sein, ich habe ein Thema mit meinem eigenen Raum, weil ich zu Hause in meinem Elternhaus nie einen eigenen Raum hatte. Dann kommen andere und sagen, ich habe ein Thema mit meinem eigenen Raum, weil ich zu Hause ganz, ganz viel Raum eingenommen habe, ganz, ganz viel Raum hatte. Ja? Du siehst also, dass die Umstände können es nicht sein. Es ist eine Möglichkeit, das zu analysieren. Die Frage ist, was bringt es dir, wenn du das so analysierst daraufhin? Bringt es dich wirklich in Frieden? Bringt es dich auf einen wirklich glücklichen Weg? Oder wird es einfach immer nur noch verfestigter, wird diese Thematik immer noch fester? Meine Erfahrung ist auch, dass wenn wir diese Fragen aus der Vergangenheit beantworten, das ist wie die Hydra, du schlägst einmal den Kopf ab und dann wachsen fünf neue Köpfe nach. Ja? Nach einem beantworteten Problem gehen fünf neue Türen auf. Und dann hört das mit der Therapie einfach nicht auf. Ich hatte selber so ein sehr einschneidendes Erlebnis, wo ich in einer Therapie war. Und ich glaube, zum tausendsten Mal eine bestimmte traumatische Situation durchgefühlt habe. Und nach dieser Sitzung war es so, dass ich mich wieder total depressiv gefühlt habe. Und dann ist in mir auf einmal so eine Aufrichtung gekommen und eine ganz klare Eingebung, die so mich so von oben durchschossen hat wie ein Blitz, die gesagt hat, damit ist jetzt Schluss. Ich werde das nie wieder tun, dass ich mich immer wieder in eine bestimmte Situation hineinfühle und dadurch immer wieder die alten Gefühle reaktiviere. Sondern ich werde einen grundlegenden Blickwechsel vornehmen, der wohlwollend mir selbst gegenüber ist, der aus der Selbstliebe entspringt, der davon ausgeht, in mir, in meinem Körper, Geist, Seele, System ist schon alles heil und alles, was sich in mir zeigt an Thematik, an Gefühlen, an Gedanken, an Ängsten, an allem, ist bereits schon die Regulierung. Ja, und das ist dann der Ansatz, den ich weiterentwickelt habe in den letzten 3 Jahren, ist es der Ansatz, der am meisten Erfolge auch bei meinen Klienten hatte. Weil der Blickwinkel ein anderer ist. Der Blickwinkel geht davon aus, dass wir sowieso ganz sind, dass das Heil sowieso schon dabei ist zu entstehen. Die Heilung ist schon im Werden. Wir dürfen nur verstehen, dass alle Gefühle, die wir haben, alle Gedanken, die wir haben, Symptome, die wir haben, auch körperlicher Natur, Symptome sind ja nicht nur körperlicher Natur, sie sind ja auch emotionaler und mentaler Natur, dass all diese Symptome schon dabei sind, uns wieder in die Mitte zu regulieren, ne? Unsere Medizin in die Mitte kommen. Das machen sie schon die ganze Zeit. Wir dürfen nur verstehen, sie zu lesen. Wir dürfen wieder verstehen, wie unsere Lebenskraft funktioniert. Und wenn wir das einmal verstehen, also die Prinzipien der Heilung, die recht einfach sind, wirklich verstehen und lernen sie praktisch anzuwenden, dann brauchen wir keine Therapie mehr. Und dann haben wir auch nichts mehr, gegen was wir innerlich ankämpfen müssten, weil wir verstehen, dass nichts in unserem Körper, Geist, Seele, System wirklich gegen uns arbeitet, sondern immer für uns. Ne, auf der körperlichen Ebene können wir das sehr gut nachvollziehen, wenn wir irgendwo eine Wunde haben. Wir haben eine Wunde am Knie, sind aufs Knie gefallen, das blutet und irgendwann bildet sich darüber eine Fibrinschicht und eine Kruste und dann heilt die Wunde aus. Ne, und genauso passiert das auch auf emotionaler und auf mentaler Ebene.
Wenn wir verstehen, wie diese Lebenskraft in uns total sinnvoll arbeitet, dann würden wir nicht sagen, ich habe ein Problem, weil ich Ängste oder Panikattacken habe, oder ich habe ein Problem, weil ich erschöpft bin, oder ich habe ein Problem, weil ich depressiv bin, sondern dann kann ich die Symptome lesen. Dann verstehe ich, warum das absolut sinnvoll ist, dass mein System so arbeitet, um mich wieder in die Mitte zu regulieren. Denn Gesundheit ist immer der Zustand von Gleichgewicht, das Gleichgewicht der Kräfte wiederherzustellen. Das wussten schon die alten Ärzte in der abendländischen Tradition mit den vier Elementen, mit der Vier-Säfte-Lehre zum Beispiel von Hippokrates, Paracelsus, diese ganzen alten Mediziner. Das weiß auch die östliche Medizin. Es geht immer um das Gleichgewicht der Kräfte. Wenn ein Element Überhand gewinnt, wenn ein bestimmtes Gefühl Überhand gewinnt, wenn etwas, was per se gut ist, sich am falschen Platz befindet, dann entstehen Symptome. Und vielleicht kennt ihr diese Kinderserie Avatar mit dem Avatar Aang. Da ist es sehr schön dargestellt. Es gibt diese vier Nationen, Erde, Feuer, Wasser, Luft Nationen. Und die Feuernation kommt irgendwie aus der Balance und wird zu groß. Und irgendwann fängt sie dann an, die anderen zu unterdrücken, die anderen anzugreifen und es wird zerstörerisch. Da ist es sehr schön gezeigt, was passiert, wenn ein Element aus dem Gleichgewicht gerät und somit alle anderen betroffen sind. Das heißt, mein Ansatz, mein Ganzheitsansatz ist der, dir zu zeigen, dir zu helfen, dir zu vermitteln, wie du das Gleichgewicht aller Kräfte herstellen kannst. Auch auf der Ebene der Gefühle gibt es dieses Gleichgewicht der Kräfte. Wenn wir verstehen, dass alle Gefühle gleichberechtigt nebeneinander sein können und alle Gefühle Ausdruck von Liebe zu dir selbst sind. Das kannst du dir genauso vorstellen wie im Körper. Wenn das Herz am Platz des Herzens ist, kann es seine Arbeit gut vollziehen. Wenn die Leber am Platz der Leber ist, kann sie ihre Arbeit gut vollziehen und es gibt keine Probleme. Und bei den Gefühlen ist es ganz genauso. Wenn sie am richtigen Platz sind, wenn sie an ihrem richtigen Sitz sind, machen sie keine Probleme. Wenn sie aber verschoben sind, in Unordnung sind, andere Gefühle wegdrängen, weil wir bestimmte Bewertungen auf bestimmten Gefühlen haben, dann können unsere innewohnenden Helfer uns nicht mehr wirklich helfen und auch nicht regulieren. Und das, was ich dir hier zeigen kann in meinen Coachings, ist das Menschsein zu lernen, wie ich als Mensch funktioniere, mit meinen angeborenen Gefühlen, mit der angeborenen Angst, mit den Gedanken, die ich in jeder Sekunde neu wählen kann, mit meinem Körper. Den Tanz zwischen Himmel und Erde wirklich zu tanzen als menschliches Wesen auf diesem Planeten. Und wenn du das einmal gelernt hast, wie du als menschliches Wesen wirklich funktionierst, wie du als ganz individueller Mensch funktionierst, wenn du diese Selbsterkenntnis erlangst über diesen inneren Kompass, den ich dir zeigen kann, dann brauchst du keine Therapie mehr, weil dann bist du selbst dein eigener Therapeut, dann bist du selbst die Instanz, die dich aus jeder Lebenslage wieder herausholen kann. Du kannst dich dann selber coachen, du kannst dir selber helfen in allen möglichen Lebenslagen. Also ich kann es dir nur empfehlen, heil fühlen zu lernen, heil denken zu lernen, dich zu verstehen, dein System zu verstehen, wie es funktioniert, wie deine Lebenskraft ganz individuell für dich funktioniert und so immer sinnvoll ist und immer für dich ist. Wenn du das Gefühl hast, ich kann dir da eine Unterstützung sein, schau gerne unten in die Box. Ich verlinke dir meine Angebote, die ich dafür habe. Und ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video ein paar Anregungen geben konnte und vielleicht auch ein paar Aha-Erlebnisse. Und dann freue ich mich, dich im nächsten Video zu sehen und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald.